So, ja, ich hätte zu diesen ganzen Vorwürfen einige interessante Fragen an die Walkies. Also, mir hat noch keiner von denen ein Gespräch angeboten. Also, ich hatte Dara tatsächlich ein zweites Gespräch angeboten, nachdem wir unser letztes hatten. Und auf die Einladung hat er irgendwie nicht mehr reagiert. Der hat mich dann wegignoriert. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass sie da ganz marketingtechnisch drangehen und einfach gucken, wie viele Durchschnittszuschauer oder Follower du hast und wie einfach sie denken, dass sie gewinnen können. Und wenn sie denken, du hast halt gutes Hintergrundwissen und du kannst ihnen vielleicht Fragen stellen, wo sie keine gute Antwort finden und dazu hast du dann auch noch jetzt noch nicht die größte Reichweite, dann lohnt sich das für die nicht. Das ist, glaube ich, echt nur Marketingstrategie, weil Dara hat ja auch immer so mit, wenn er mit den einfachen Leuten redet, mit irgendwem aus dem Chat oder so, dann pickt er sich da ja auch besonders gerne irgendwelche raus, wo er denkt, die kann er besiegen. Genauso wie Kaspar Kast hat ja auch gesagt, er will nicht mit dir reden, weil du irgendwie zu viele Fachwörter benutzt oder zu viele Bücher gelesen hast oder sowas. Und die wollen, glaube ich, halt so einen Idioten, gegen den sie debattieren können. Und dann können sie beweisen, wie ihre Seite die andere Seite besiegt hat. Aber die Leute wollen ja nicht in ein schwieriges Gespräch, wo es dann zusätzlich auch noch nicht so viel zu gewinnen gibt. Ich glaube, die sehen in mir gerade diesen Idioten, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mich bei dir auch echt gewundert, wie nett du geblieben bist, als du da mit diesem Seth geredet hast. Ey, das, meine Güte, mir haben das ja schon Leute gesagt über Neitan und Dara, wie ruhig ich geblieben bin, aber du hast das ja noch besser gemeistert, ne? Ja, ich glaube, bei Dara war das jetzt nicht ganz so. Aber man muss auch sagen, ein Dara ist auch mit mir anders umgegangen. Also, Seth ist ja wirklich einfach nur durchgedreht. Er hat einfach nur einen Kurzschlussmoment gehabt. Ja, aber der hätte ich Aber auch. aufgelegt irgendwann. Ich habe einfach gesagt, kein Bock Ja. darauf. Bei Dara war es jetzt so, aber auch bei dem Gespräch mit Naitan, die sind ja viel kalkulierter. Ne? Also, die sind ja. Also, die haben ja wirklich einen Plan. So bei Seth wirkt ja das nicht so, als ob er einen Plan hätte, sondern er ist einfach durchgedreht. Aber Der ist Dara. Hitzkopf, ne? Der ist einfach sauer gewesen. Ja, der ist wirklich einfach sauer gewesen, ja. Aber bei dem, also bei Dara und Naitan hat man einfach gemerkt, so, das ist halt richtig kalkuliert. So, die sind da viel kühler geblieben bis zum Schluss und ziehen halt einfach eine Agenda durch. Dem Seth, dem habe ich jetzt ein Gespräch angeboten. Bisher hat er darauf nicht reagiert. Oh. Ja, ich nicht. Ich habe keine Lust, mit dem zu reden. Stelle ich mir mal interessant vor. Also ich hätte schon einige Ja, muss Fragen an nicht den. sein. Unter anderem, wen er gerne ins Gefängnis sperren würde, wenn er hier die Kontrolle übers Innenministerium hätte. Ob Ja, ich er weiß Nancy nicht. Faesers Einstellung zur Rechtsstaatlichkeit soweit zustimmen würde. Ich meine, Was hat sie dazu gesagt? Nancy Faeser, die hat gesagt, die wollte die Unschuldsvermutung abschaffen. Also die wollte, dass Beamte von sich aus nachweisen müssen, dass sie der freiheitlich-demokratischen Grundordnung zugetan sind. Also die wollte nicht, Okay. also die wollte wirklich, dass jeder von sich aus seine eigene Gesinnung nachweisen muss, was erstmal sowieso unmöglich ist und was zweitens jedem rechtsstaatlichen Prinzip widerspricht. Ja, aber wie willst du das denn nachweisen? Das ist es ja. Du kannst dann willkürlich rausgeworfen werden, wenn dir die Innenministerin etwas unterstellt. Ja, hat man ja damals auch gemacht, ne? Also mit Leuten, die irgendwie KPD-Mitglied waren und so, die sind ja auch alle gefeuert worden, haben Berufsverbot gekriegt und sowas. Ja. Na, da hattest du dann aber wenigstens noch konkrete Organisationen daran gebunden. Also du hattest so eine Unvereinbarkeitsliste. Also wenn du einfach deine Gesinnung nachweisen musst, dann hast du sowieso schon verloren, wenn du einmal Nancy Faeser kritisiert hast. Also Also ich glaube, in dieses. Amerika war es damals noch einfacher. Wenn man dir vorgeworfen hat, ein Kommunist zu sein, dann ging das, glaube ich, auch relativ schnell. Ja, da gab es richtige Säuberungen. Also das ist überhaupt nicht mit Deutschland zu vergleichen. Also da gab, also schon nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja schon eine Red Scare. Also die McCarthy-Ära, die war ja nur die zweite Welle des Antikommunismus. Aber in Europa, da ist man ohne, also wie gesagt, es gab diese Berufsverbote, aber ohne großartige Repressionen ausgekommen. Ja, und in Südamerika, da hat man die Kommunisten halt alle umgebracht. Also ist jede Weltregion anders mit umgegangen. Deswegen, also ich glaube nicht, dass die Wokies so weit gehen würden, aber in diese Richtung würde das auf gehen diese Äußerungen ja auf jeden Fall schon. Also wenn man wenn Dara zuhört, politische Gegner, die sollen in Angst und Schrecken leben. Ja, Mich Dara würde sagt ja auch, interessieren. dass Mobben auch okay ist, wenn es Mobber betrifft. Ja, aber das ist halt auch eine geile Definition, weil das kann ja jeder dann irgendwie finden. Ich weiß das ja noch aus den Early Ages of Internet, wo halt auch irgendwelche wirklich schlimmen Sachen mit manchen Leuten gemacht wurden, wo dann auch immer eine Begründung gefunden wurde, warum das ja okay ist. Und das kannst du wirklich bei jedem finden. Genauso kannst du ja, wenn Dara sagt, er mobbt Mobber, dann ist er ja
auch eigentlich ein Mobber, weil er mobbt ja jemanden. Und dann kann ich auch sagen, dann mobbe ich den wieder und dann hast du nur eine unendliche Kette, wo jeder berechtigt ist, alle anderen zu mobben. Ne, weil wenn du wirst keinen Jesus finden, wo du sagst, wer ohne Sünde ist, so den gibt's nicht. Und wenn du jeden immer sagst, wer irgendwie eine Sünde hat, den darf ich jetzt mobben deswegen, dann darfst du mobben, wen du willst, solange du nur irgendeine Erklärung parat hast. Ja, oftmals argumentieren sie dann mit diesem Argument Toleranzparadoxon. Und wie hat sich dann für die damit auch irgendwie erledigt? Ja, weil die alle große Fans von Karl Popper sind, ne? Mitglied der Mopan Ross Society übrigens. Ja, interessant, ne? Ja, aber dieses Toleranzparadoxon, das ist ja kein unsinniger Gedanke. Also das sagt ja, wenn eine Gruppe tolerant ist und die andere intolerant und die eine Gruppe, also die Intolerante, dann die staatlichen Gewaltmittel in die Hand bekommt, ja, dann beseitigt sie die tolerante Gruppe. Ja. Und das heißt, die tolerante Gruppe, die muss intolerant werden gegen die Intolerante. Aber was sagt jetzt dieses Paradoxon? Das sagt ja eigentlich, es sind keine toleranten Gruppen oder es gibt immer nur eine relative Toleranz. Toleranz beruht immer auf Reziprozität. Wenn eine Gruppe bereit ist, demokratische Standards anzuerkennen und die andere Gruppe nicht, dann wird die Gruppe, die sie nicht anerkennt, langfristig obsiegen, wenn die andere Gruppe ihr freie Hand lässt. Und das ist das Problem bei den Walkies. Die verachten unsere Demokratie. Also Dekadent hat ja offen zum Wahlbetrug aufgerufen. Und da muss man halt vorsichtig sein. Das Toleranzparadoxon, das zeigt uns nur, dass es keine grundsätzlich intoleranten und grundsätzlich toleranten Gruppen gibt, sondern dass jede Gruppe intolerant werden kann. Und dass das, wie gesagt, dass Toleranz immer eine Frage der Gegenseitigkeit ist. Du findest genau die gleiche Begründung aber auch von Rechten gegenüber Moslems, dass man sagt, die dürfen wir nicht tolerieren, weil die tolerieren uns nicht. Und dann sagt man auch, wir dürfen von denen eigentlich keinen ins Land lassen, weil die ja so intolerant sind. Mhm. Also du findest das rechts und links eigentlich, dieses Toleranzparadoxon. Es gibt doch immer dieses Beispiel mit dem Bauernhof, dass man sagt, man kann ja so ein bisschen Multikulti, man kann ja irgendwie Hühner und Schafe und Rinder in den gleichen Stall, aber wenn der Wolf reinkommt, ist vorbei. Und wer jetzt der Wolf ist, das definiert halt jeder anders. Ne? Ja, aber dann bei den Rechten, da verstehe ich es ja noch. Also Karl Schmidt, das ist ja ein Rechter. Aber dass die Walkies dieses Politikverständnis doch viel mehr verinnerlicht haben. Also wenn ich mir jemanden wie Dekadent, wie Shoyoka, wie Dara, ist ja egal, wem von dem man sich ansieht, die befürworten alle die Zensur von politischen Gegnern, die wollen alle mit diesen Menschen nicht in den Diskurs gehen, sondern sie wollen sie letztendlich aus dem Diskurs ausschließen. Also sie wollen letztendlich, dass Leute wie wir an einer Lidl-Kasse arbeiten, immer bei Netto Regale einräumen. Die wollen nicht, dass wir uns politisch äußern. Die wollen, dass wir uns ins Privatleben zurückziehen. Naja, selbst das, wenn du an der Lidl-Kasse arbeitest und du hast nebenbei noch einen Twitter-Account, dann würden die das ja auch begrüßen, dass du gefeuert wirst, dass man deinem Arbeitgeber vorlegt, was du so getweetet hast und sowas. Ja, wie gesagt, du sollst dich nicht politisch äußern, du sollst aus dem politischen Diskurs ausscheiden. Wie gesagt, ich würde ihnen nicht unterstellen, dass sie ihre Gegner physisch liquidieren wollen, obwohl einige Äußerungen bei denen schon in die Richtung gehen, aber sie wollen zumindest sie aus dem politischen Diskurs, soweit es geht, ausschließen. Na, aber wenn man Leuten so sehr an die Geldbörse geht, dann liquidiert man die ja auch mehr oder weniger. Also die sterben vielleicht nicht direkt, aber wenn man dir jetzt dafür sorgt, dass irgendwie alle deine Einnahmequellen kaputt gehen, dass man deine Kanäle striken lässt oder irgendwie sowas, dann kommt das dem ja schon relativ nah, dass du auch ökonomisch ziemliche Probleme bekommen kannst. Also ist mal eine Frage. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Nemesis oder so nicht leiden können, und dafür sorgen, dass der auf allen Kanälen überall gebannt wird und das ist gerade sein Job. Und dann würde eines zum anderen führen und der wäre vielleicht am Ende obdachlos oder so, dann würden wahrscheinlich diese ganzen Bubbles, die dem aufs Dach steigen, nicht am Ende sagen, na gut, das war jetzt vielleicht doch ein bisschen hart. Sondern sagen, naja, der hat es ja verdient, weil der hat ja Scheiße gebaut. Bei Equalist sagen sie auch, gut, sie zieht jetzt um und verlässt das Land, aber sie hat ja was gesagt bei TikTok und so. Sie ist der Feind. TikTok vor allem. Ja, was sie gesagt hat, kann man irgendeinen absurden Unsinn unterstellen, den sie niemals gesagt hat. Genau das wurde ja gemacht. Also die wurde ja in die Nähe von Holocaust-Relativierung oder Holocaust-Leugnung gerückt von einigen Walkies, obwohl sie niemals irgendetwas, was in diese Richtung geht, gesagt hat. Übrigens Grüße an Outlaw im Chat. Mit dem hatte ich ja letztens auch über einen Äqualisten geredet. Eine kurze Frage, dieser Begriff Walkies, ist das eigentlich so ein Begriff, den man auch anders nennt? Also könnte man auch statt Walkies was anderes sagen, was Formelleres? Also gibt es einen Walkisten. Ist das der Formalbegriff? Ich glaube, formal am ehesten linke Identitätspolitik, oder? Ja. Also Political Correctness geht ja auch in eine ähnliche Richtung eigentlich. Es gibt immer wieder neue Wörter und dann sagt man, das ist aber ein Kampfbegriff und das auch. Es gab ja auch vor einer Weile mal Social Justice Warrior, da waren ja auch eigentlich die gleichen Leute gemeint.
Und dann war das immer ein Kampfbegriff, aber dadurch, dass du die Wörter änderst, wird die Sache ja nicht besser. Wenn du einfach nur sagst, aber man darf es jetzt nicht mehr so nennen, na gut, dann nennen wir es jetzt anders, aber wenn die Leute genau die gleichen bleiben und die gleichen Sachen fordern, dann ist ja auch egal, wie man die nennt eigentlich. Ich habe gerade schöne Vorschläge im Chat. Systemlinge, die selbstgerechten, Boko Haram, die verkrampften. Also es gibt auch informierendere Ausdrücke als die Woken. Die können froh sein, dass sie so einen netten Ausdruck abbekommen haben. Ja, aber das ist so der Punkt, weil dieser, also es kam ja auch zum Beispiel auch seitens von Dara, der hat mich auch dafür kritisiert, dass ich ja mit euch rede, das ist ja auch ein Problem. Und dann wurde so auch der Begriff, na, weil da wird ja Wokies genannt, na, das ist ja so, dass man ja auch mit diesem Narrativ spielt. Und da war halt jetzt auch meine Frage, weil klar, wenn man jetzt zu mir sagt, ja, aber About a Fruit, du bist ja eigentlich ganz okay, aber du schadest dir damit, wenn du mit solchen Leuten bist, was natürlich Schwachsinn ist, ne? Also, darauf will man jetzt gar nicht eingehen, aber da sind wir eigentlich bei diesem Ansatz, den ja ich eigentlich gehen will, wenn man Leute gar nicht erst provoziert. Wenn jetzt aber der Begriff Wokies ja offensichtlich eine Provokation für die Leute ist, wäre es ja vielleicht sinnvoller, einen nicht provokanten Begriff zu nehmen, also einen Begriff, der nicht provoziert. Ich habe ja Neitan gefragt, da ging es um das Gleiche und er hat gesagt, ich soll einfach Linke sagen. Ja, aber wenn ich sage, Linke wollen getrennte Räume für Schwarze und Weiße oder Linke wollen, dass Weiße bestimmte Frisuren nicht tragen dürfen aufgrund von Hautfarbe oder wenn ich sage, Linke freuen sich, wenn ein Großkonzern ein Hausverbot gibt, das passt ja nicht. Gar nicht, nee, gar nicht. Also frag mal einen russischen Kommunisten, was der von so einer Regenbogenfahne hält. Nur mal so. Ja. Würde ich dir vorschlagen. Ich glaube, die Leute bezeichnen sich auch als links und ich glaube, Kommunisten, die vertreten auch mehr linke Werte als diese Walkies, aber auch viel extremer. Also wie gesagt, ich finde es auch nicht gut, die Walkies als linksextrem zu bezeichnen, denn dieser Walkismus, das ist eine liberale Degenerationserscheinung. Das ist ein liberales Gegenprojekt zu marxistischen Linken und auch zu sozialdemokratischen Linken. Also es ist ein liberales Gegenprojekt, ein Teil, sehr extremes Gegenprojekt, keine Frage, zu traditionellen linken Werten. Ich finde es auch interessant, wenn man sich mit Rastafari und so ein bisschen auseinandersetzt. Habt ihr bestimmt schon mal gehört, dieses Babylon-System und sowas. Das bezeichnet eigentlich westlichen Kapitalismus. Und da wird sich ständig drüber beschwert. Und dass du irgendwie arbeitest und trotzdem nicht genug zum Leben hast und dass es so viel Bürokratie ist und ne, dass man nicht so ein simpleres Leben führen kann. Aber ich glaube, ein CSD in Jamaika wird schwierig. Das ist nicht so einfach. Ja, nee. Das sollte man lieber nicht probieren. Warum ist das da schwierig? Na, aber diese Rastafari mögen Schwule nicht so gerne meistens. Also gibt es auch ein paar Ausnahmen, aber die sind. Na, also die Briten haben das ja kolonialisiert, haben denen die Bibel mitgebracht und die haben die gelesen und dann sind die Briten weggefahren, irgendwann nochmal wiedergekommen und gesagt, ach fuck, ihr nehmt das ja wörtlich und ihr lest ja auch das Alte Testament, das ist jetzt doof gelaufen. Eigentlich in der Region sind sie doch zu Homosexuellen relativ tolerant in der Weltregion insgesamt. Jamaika ist, glaube ich, schwierig noch. Besser nicht. Aber so einen richtigen Formalbegriff gibt es tatsächlich. Also ein paar irgendwas geschrieben mit warte mal, ich gehe mal ein bisschen hoch. Vielleicht kennt ihr auch die Neoliberale, das mögen die auch nicht, wenn man es so nennt. Ja, das kommt von Erwin hauptsächlich, ne? Nee, also im Prinzip Neoliberal, der ist älter. Da fallen auch schon Leute wie Gerhard Schröder, Bill Clinton, Tony Blair und so drunter. Aber ich meine jetzt Linke, das kann würde ich jetzt irgendwie so auch nicht sagen können. Das wäre ja, jetzt ist halt zu vage, das bezeichnet zu viele Gruppen. Ja, richtig. Also irgendwie, aber warum nicht linksextrem oder linksradikal, weil extrem ist ja auch wieder ein bisschen problematisch. Ja, Andreas Bader ist auch linksradikal und er ist kein Wort hier. Ich sag ja, frag mal einen osteuropäischen Kommunisten, was der von der Regenbogenfahne, was der von LGBTQ-Visibility hält, also von diesen ganzen was der davon hält, ganz viele Ausländer ins Land zu holen und denen dann Privilegien zu geben. Und er ist linksradikal, oder? Frag irgendeinen Kommunisten aus Osteuropa, der wird dir einen Vogel zeigen und sagen, mit dem rede ich nie wieder. Also, ja, oder Kuba. Also Che Guevara ist auch ein Linksradikaler und Schwule mochte der auch nicht so gerne. Ja, in der Sowjetunion, da war Homosexualität noch strafbar. Also diese Identitätspolitik, der war früher kein linkes Kernthema. Das ist erst mit den Wokisten gekommen oder mit dieser Political Correctness. Das wurde was ja an sich nicht schlecht sein muss, ne? Es ist ja okay. Ich bin dagegen, dass die diskriminiert werden, aber das sollte nicht das Kernthema sein. Das Kernthema sollten die ökonomischen Verhältnisse sein. Das ist ja auch von großen Thinktanks gepusht worden. Also der Kongress für kulturelle Freiheit, der hat sich ja schon, das war eine CIA-Kampforganisation, die in zahlreichen Ländern Zeitungen rausgegeben hat, Intellektuelle beeinflusst hat, gefördert hat.
Und die hat die Linke weg von der materialistischen Analyse hin, dass sie sich mit Themen wie Umweltschutz, Frauenrechte, also Identitätspolitik beschäftigt. Also der ist so ein bisschen wie BP mit dem CO2-Fußabdruck, ne? Dass man die Leute so ein bisschen ablenkt und sagt, was machst du selber privat eigentlich falsch und hast du schon mal wen geärgert? Das macht man aber nicht. Da ich jetzt heute mal so viele Zuschauer habe, kurze Werbung für einen Artikel von Hauke Ritz, der heißt Der Kalte Krieg und die künstliche Kultur oder wie das Endspiel Europa begann. Das ist ein zweiteiliger Artikel, da wird das, was ich hier gerade kurz erklärt habe, wirklich sehr ausführlich belegt und erklärt, dass man das nachvollziehen kann. Also kurzer Einschub. Ich hätte einen Vorschlag. Fruit meinte ja gerade, du hättest dich auch mit Philosophie beschäftigt, oder? Agitat oder ich? Ja, du, oder? Ah, ja. Ja, Neitan hat das ja studiert, auf Lehramt wohl. Könntet ihr einen Philosophie-Talk machen und ein bisschen reden, so welche Philosophien ihr folgt oder welchen Philosophen? Weil ich glaube, da wird es wenig Übereinstimmung geben. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß aber auch nicht, ich wollte Neitan das eigentlich fragen, als er das im Gespräch mit mir gesagt hat. Deswegen, ich habe es leider versäumt, weil Philosophie finde ich auch interessant. Ich wüsste echt gerne, wer seine Lieblingsphilosophen sind oder Lieblingsphilosophien, weil ich vermute, es sind Karl Popper und Michel Foucault, aber Judith Butler vielleicht, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht hat er ja auch Descartes gelesen, keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht, aber. Ja, aber Nietzsche ist es nicht. Ich glaube auch. Heidegger wahrscheinlich. Ja, oha. Ja, wäre auf jeden Fall einer der moderneren, sag ich mal. Ja, also wenn er ehrlich wäre, dann müsste eigentlich, obwohl es ist jetzt kein Philosoph, das ist ja ein Jurist. Politischer Theoretiker nenne wieder jetzt. Eigentlich müsste er ja Karl Schmitt sagen, das wäre am ehrlichsten, das würde am besten zur Woken-Ideologie passen. Na, ich finde, Foucault passt auch schon ganz gut. Ich finde den, ich weiß nicht, ein bisschen über den recherchiert, ich fand den echt unsympathisch. Ja, zum Woken-Politikverständnis meine ich. Also. Ja. Ich frage mich ja, ob er Kant gelesen hat und was er über Kant sagen würde oder sagt. Oh oh. Er hat wahrscheinlich gesagt, er hat mal das N-Wort gesagt, den Rest lese ich nicht. Stimmt, also die Walkies, die versuchen ja sogar Karl Marx zu kritisieren, weil er in privaten Briefen mal was Böses, Rassistisches gesagt haben soll. Also es ist so absurd teils. Also, er versucht Intellektuelle von vor über 200 Jahren zu canceln, weil sie in privaten Briefen irgendwelche Bemerkungen geschrieben haben. Also, das ist auch so komisch, dass man so Lebenswerke daran knüpft, dass die irgendwie mal 5 schlechte Minuten gehabt haben. Ja, das wird so vielen Leuten versucht. Also Noam Chomsky ist ja jetzt auch schon 95 und wenn man den Namen nur erwähnt, dann sagen Leute immer, na, aber der hat hier zweimal hat der Scheiße gebaut. Corona kommt ganz häufig. Da sagen viele, die auch seine Bücher gelesen haben, da war mir viel zu unkritisch. Und deswegen mache ich den jetzt nicht mehr. Über 90, also. Ja, der sagt jetzt im Ukraine-Krieg so unglaublich basierte Sachen. Also der sagt, hallo ihr Deutschen, was macht ihr da eigentlich? Wieso lasst ihr euch das gefallen? Wieso lasst ihr euer Land deindustrialisieren durch so einen bescheuerten Wirtschaftskrieg? Also ist jetzt nicht die exakte Wort, weil es gibt einen Kanal auf YouTube, der heißt Activism, da kann man seine Beiträge auf Deutsch übersetzt nachschauen. Und der meldet sich da wirklich die ganze Zeit. Und ich finde es schade, wie wenig das in Deutschland rezipiert wird. Wie gesagt, es gibt diesen einen YouTube-Kanal, aber auch in linken Medien kommt das ein bisschen zu wenig rüber. Wahrscheinlich, aber weil er sich bei Corona ein bisschen unbeliebt gemacht hat. Selbst wenn der irgendwo mal Sachen gesagt hat, die irgendwie dumm oder unbedacht oder was weiß ich was waren, dann kann man dem ja trotzdem zugute halten, dass der einfach trotzdem ein renommierter Intellektueller ist, der von vielen Sachen Ahnung hat. Und dann immer sagt, ja, aber der hat ja mal hier und er hat ja mal da. Das ist doch total schädlich einfach. Oder also Kant hat auch in der Aufklärung viele clevere Sachen gesagt und dann nur zu sagen, der hat aber auch ein paar Mal Mist geredet. Also man kann ja auch beides beleuchten. Ich finde, Kant auch teilweise gar nicht so sympathisch, aber manche Sachen, die er gesagt hat, sind ja trotzdem sehr klug gewesen.